Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf er seinen Freund, den Müller. Sag mal, Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein. Nicht eins, sondern ganz viele Erdbeermarmeladebrote mit Honig habe ich und du kannst sie alle aufessen. Tom hielt das für eine wunderbare Idee und stürzte sich sofort auf die Erdbeermarmeladebrote mit Honig. Er konnte gar nicht mehr aufhören. Oh weh, nun war Tom so dick, dass er an sein letztes Erdbeermarmeladebrot mit Honig einfach nicht mehr drankam. Das ist ja wohl ein dicker Hund. Ein dicker Tom. Ich bin international anerkannter Bauchwegtrainer und du kannst an meinem Training teilnehmen. Mach ein paar Liegestütze gegen den Bauchspeck. Spring über Seil für den Fettabbauzweck. Durch Hula-Hoop geht der Pausback mit Applaus weg. Und wenn du das Brot erreichst, indem du dich streckst, dann bist du auch schon am Ziel, dann ist der Bauch weg. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Ha, wenn das klappt, dann fress ich meinen Rock. Am ersten Tag verlief das Training für Tom sehr schleppend. Verzweifelt versuchte Tom, das Erdbeermarmeladebrot mit Honig von der Angel zu holen. Doch er kam keinen Zentimeter vom Boden weg. Am zweiten Tag lief alles schon ein wenig besser. Jetzt konnte Tom schon wieder richtig hüpfen, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig schwebte immer noch hoch über ihm. Aber am dritten Tag lief Tom zur Höchstform auf. Junges Zicklein hüpfte Tom die ganze Nacht und fast hätte er das Erdbeermarmeladebrot mit Honig schon erreicht, als er plötzlich hungrig wurde. Du bist ja so dünn wie zuvor. Jetzt muss ich meinen Rock fressen. Nein, 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 nein. Hurra! Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig! Vielen Dank! Und weil er nicht gleich wieder kugelrund werden wollte, aß Tom nur ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Aber das schmeckte ihm so gut, als wär's ein ganzes gewesen. Er verbrachte noch den ganzen Tag auf dem Acker vor dem Erdbeerhaus und war wunschlos glücklich. Ja.